Jetzt haben wir hier eine knifflige Stelle. Und zwar dieser Bügel, der kommt hier hin. Der kommt hier hin, aber der muss hier sitzen. Quasi genau unter der Haut. Ich komme jetzt aber nicht rein, weil ich da natürlich sicherlich einiges wegschneiden muss. Ich traue mich aber noch nicht, komplett hier abzuschneiden. Deswegen werde ich jetzt Folgendes machen. Ich werde jetzt hier an der Karosse das Ganze abfangen. Und dann traue ich mich zu, komplett hier das wegzuschneiden. Und dann können wir weiterarbeiten. Weil wir werden ja von der Außenhaut, von der Außenkarosse nichts mehr haben wollen. Wir wollen ja nachher die nackten Rohre sehen. Also, was wird jetzt passieren und was ist gestern noch passiert? Ich hatte gestern noch ein bisschen Zeit gehabt, habe hier noch die Döme abgefangen. Genau, das haben wir schon mal erledigt. Hier laufen die Streben. Hier wird es auch eine Strebe darüber gehen. Und dann werde ich mutig sein, dass wir endlich den nächsten Schritt wagen und uns das Dach abschneiden. Und dann beobachten, ob sie hier irgendwas passiert. Aber ich habe das Ganze jetzt eingeschweißt. Ich habe die wichtigsten Sachen abgeschweißt. Und es ist schon relativ stabil. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass nichts passieren wird, wenn wir das Dach abschneiden. Ich habe natürlich ein bisschen Sorge, weil wir auch hier vorne auf die Achse gehen sollten. Ja, dass wir hier auch noch streben, nach da reingehen. Diese Spritzwand muss verschwinden. Das wird noch knifflig. Aber der Boden, der muss so stabil sein, dass er das aushält. So, also wenn wir das dann gemacht haben, Dach ist ab, dann wird das Ganze ein bisschen klarer, dann sehen wir schon so, wo es hingeht. Dann wird das Thema sein, was passiert hier vorne. Wir wollen ja hier vorne, dass das relativ spitz ist. Das heißt, wir werden hier mit Rohren arbeiten müssen. Die müssen wir diesmal dann selber machen. Dieser Kühler, der kommt nachher auf die Rückseite. Batterie kommt nach hinten. Das werden wir vielleicht verändern. Ladeluftkühler, also diese zwei kleinen Außen, die werden verschwinden. Hier kommt ein großer hin. Ja, und gucken wir, dass diesen ganzen Kabelsalat, dass wir das ein bisschen jemanden dazu holen und vielleicht ein bisschen entwirren und das, was wir nicht brauchen, wegmachen. Und dann geht es natürlich weiter mit dem Fahrwerk. Wenn wir das meiste abgeschnitten haben, was wir können, wird langsam das Bild klar. Dann haben wir halt unsere Zelle, die ist auch schon relativ eng. Und dann merkt man, wenn das hier verschwindet, ne? Wenn der fette Arsch verschwindet, dann siehst du auf einmal, wie breit wir dann dastehen. Und das war immer mein Wunsch, ne? Dass es wirklich, ja, wie gesagt, wuchtig aussieht. Ja? Dass ich einen relativ breiten Radstand habe. Genau, und wenn wir das abgeschnitten haben, machen wir uns an das hintere Fahrwerk ran, weil hier muss so ein Offroad-Stoßdämpfer hin. In welcher Position müssen wir noch rausfinden? Welcher Stoßdämpfer, die kann man ja auch einstellen, weil wir wollen hier übers Gelände fahren. Das heißt, das Fahrwerk muss das alles abfangen und trotzdem immer Kontakt haben. Das wird sicherlich nicht einfach. Wir werden da sicherlich sehr viel probieren müssen. Ich bin mir auch nicht sicher, ob es beim ersten Mal in der ersten Position alles so hundertprozentig klappt. Wir werden vielleicht mal umbauen müssen.
Das Risiko gehe ich ein. Der Spritztank von unten verschwindet, der kommt natürlich nach hier oben. Aber jetzt noch mal kurz zum Fahrwerk. Ich habe hier jetzt die Situation, dass mein Federbein steht so, ja, das geht hier rüber, so steht mein Federbein und so steht mein Stoßdämpfer. Da ist es schon viel. Ich meine, wenn man jetzt einfach logischerweise uns einfach die Position vom Federbein schon nehmen würden, dann würde ja unser Stoßdämpfer und Federbein in einem für Offroad wird ja schon so in der richtigen Richtung stehen. Wir werden das hier einfach abfangen müssen mit einer Konstruktion und dann sind wir schon fertig. Und das hört hier hinten auch auf, ne? Mit den Rädern. Ja, hier ist so ein bisschen, wäre so ein bisschen so ein Schutz, Rammschutz, falls uns einer hinten rauffahren will. Aber dann hört das hier schon auf. Und dann sind wir schon fertig hinten. Und vorne, vorne denke ich, dass ich auch diese Position, die wir jetzt leider auch einschweißen müssen, dass das ja auch alles stabil ist, die wird sich auch verändern. Weil hier wird ja ein größerer, längerer Stoßdämpfer reinkommen. Und wird wahrscheinlich hier so rauskommen, bis hier hingucken. Ja, oder bis hier hingucken. Müssen gucken vom Platz hier, wie das klappt. Die werden dann hier sein, mit Verstrebung, dass das hier alles stabil ist. Eigentlich die Idee ist wirklich, wenn die zwei Stoßdämpfer hier so stehen und dann so Verrohrung so runter geht, das wird richtig gut aussehen. Genau, und dann, wenn wir fahren und es funktioniert einigermaßen, dann müssen wir natürlich schauen, dass die Engine, dass der Motor auch etwas frisch gemacht wird, weil das Auto hat jetzt schon 200.000 runter, es läuft zwar gut, aber ich weiß nicht, was da passiert, da müsste man unbedingt reingucken, bevor man ordentlich Gas gibt und dann das Ding stabiler machen, ja, damit wir auch länger was davon haben. Aber hier von der Konstruktion her bin ich ziemlich sicher, wenn ich mir allein die Verstrebung da hinten angucke, das ist eigentlich der Wahnsinn, guck mal, wie viele Kreuze wir hier drin haben, plus jetzt mache ich ja das hier rein, ne? Guck mal, hier kommt noch einer. Da kommt noch eine, also ich denke, wenn von dem Auto nichts mehr übrig bleibt, der Käfig wird noch stabil bleiben. Da würde ich, also ich meine, ich bin ja eigentlich ein Schisser, ne? Aber hier würde ich mich wirklich trauen, quasi auch mich mal zu wickeln, was ich natürlich nicht will. Aber hier, das würde ich mich trauen, weil ich sehe das, wie stabil das ist. Es kann eigentlich nichts passieren. Plus, jetzt kommen die ersten Muster. Wir wollen ja auch hier richtige Rennsitze reinbauen. Die wollen wir selber machen. Da gibt es ein Aluminium, aus Aluminium, da gibt es eine 3D-Zeichnung. Und da kriegen wir jetzt die ersten Teile. Das sind 4 Muster. Und die werden wir dann auch bauen und gucken, wie stabil diese Sitze sind. Auspolstern und da reinmachen. Sportlenkrad rein. Schaltung kann ja erstmal so bleiben. Dann haben wir hier einen Quattroantrieb. Da müssen wir auch schauen, ob wir da was verändern. Ja. Noch eine Menge Arbeit, aber das wird richtig gut und ich freue mich drauf.
So, der Arsch stört mich jetzt natürlich noch. Ich kann mir jetzt kein richtiges Bild davon machen, aber ich sehe einfach, dass wir mit unseren Verstrebungen, um das Fahrwerk aufzunehmen, noch weit nach hinten gehen müssen. Plus, wir werden ja die Motorkühlung hier oben sitzen haben. Das heißt, die Idee ist, von hier solche drei, ja, wie soll ich sagen, diese Tarn-Look-Optik-Kanäle hier rüber zu machen, damit er auch hinten wuchtig aussieht. Aber das kann ich erst machen, wenn der Arsch ab ist. Und die Hebebühne muss jetzt hier rein. Die Hebebühne. Ich denke, diese Scherenhebebühne reicht mir für mein Projekt. Hier eine normale Hebebühne reinzumachen, ist zwar günstig, aber passt hier nicht rein. Scherenhebebühne kommt, das Ding kommt drauf und dann geht es weiter. Stück für Stück, ab und ab. Und wie Phönix aus der Asche kommt mein Buggy. Ich freue mich schon. Ich wünsche euch was. Bis dahin. Ciao.